Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Raffin! Die Raffin! Vor längerer Zeit den Giraffendepp ins Leben gerufen. Ja. Und heute bewerten wir die krassen Bilder, die ihr auf Instagram, übrigens Carina Spoon mit 3 O und Schinken M, ins Leben gerufen habt und die uns geschickt habt. Und da waren coole Sachen dabei und die schauen wir uns jetzt an. Carina zeigt sie mir und wir feiern's. Ja. So, wir feiern's komplett ab. Wir fangen ganz, ganz gut an. Ja, folgt den Chris auch noch, Schinken C. Folgt alle nur mir, Schinken C. Spaß. Ja, also am Anfang war es natürlich ein bisschen problematisch, da alle gedacht haben, dass... Ihr habt es alle gescreenshottet. Warum denn? Wir haben gesagt, macht den eigenen Giraffendepp und schickt nicht Bilder von uns, wie wir den machen. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt haben wir die richtigen Giraffendepps für den Leuten, die es kapiert haben, wie es funktioniert. So, fangen wir doch mal einfach an. Also, man muss auch sagen, also der Typ hat das cleanste Gesicht, den man je gesehen hat, okay? Porenfrei. Porenfrei. Aber er macht natürlich, präsentiert den Giraffendepp natürlich auch richtig. Ja. Wie heißt der? Giraffendepp. Der heißt einfach Giraffendepp. Der heißt Giraffendepp. Digga, der hat's erkannt. Der weiß, wie der Hase läuft. Giraffendepp. Der weiß, wie der Hase läuft. Giraffendepp. Ja. Der hat sogar Christen Okay, boah, cool, wie in die Augen hat er euch und auf die Nase hat er mich. Das ist auch cool. Ja, die Katze hat's drauf, Alter. Giraffendepp. Die Katze hat's drauf. Alter, die feiert's. Die hat's erkannt, wie es funktioniert. Was für ein Wie geil ist das Bild, bitte? Oh mein Gott, wie gut ist das gefotoshoppt? Alter, gut! Sneaker, Fashion, JK, Alter. Ist es in Washington? Ja. Alter, krank. United States Capitol. Die bringen den Giraffendepp natürlich auch in die USA. Ja? So da, wo er eigentlich sein, herkommt. So wir bringen den Giraffendepp jetzt einfach in die USA. Ja. Danke dafür. Cray, C, Vivi. Okay, aber okay, da kommt mein Favorite. Das ist der, wirklich der coolste Typ auf diesem ganzen Ding. Der mit der Maske. Den habe ich auch repostet, Alter. Der Typ, ich feier den. Der Typ ist klasse. Das ist eher wirklich. Der Typ ist so gut. Ich finde das so krass, wie kreativ ihr auch immer seid. Ja, ohne Witz. Ich finde das voll heftig. Geiler Typ. Den habe ich echt gefeiert. Und was ich auch krank fand, war das Mann. Instagram? Ja. Oh. Vom Flo, den kennen wir sogar. Der hat, ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt war, wahrscheinlich nicht, aber einer in dem ganzen Ding. Nee, es waren mehrere. Mehrere in dieser Gruppe. Ihr seht es ja gerade eingeblendet. Ich habe einfach den Giraffendepp gemacht. Bäm! Das ist natürlich auch einfach nice ziemlich von cool. Euch. Daumen nach oben dafür, wirklich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das sind. Das sind bestimmt... 300. Ja, so. Ja. 200. Ganze Schule hat sich noch gestellt. Mein Favorite. Yeah. Also ich muss schon immer noch sagen, auch wenn es da nicht derjenige, diejenige drauf ist, aber so kreativ. Also ich fand es so witzig. Junge YouTuber. Setzen mit Giraffendepp einen neuen Trend. Und unsere dran Forscher waren für Unaufhaltsamkeit. Alter, ohne Witz, zeigt euren Freunden Giraffendepp. Einmeldung ist raus. Boah, ich hab den Double gefunden. Oh mein Gott, ist dein Zwillingsbruder. Krank. Alter, krank. Die sehen so hübsch aus. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen. Ich will auch so meine Haut haben. So. Beauty, glatt. Ja. Das ist wie so Smooth-Filter. Aber warte, das ist auch ganz gut. Ist das hier. Ihr könnt, ich hab noch nie, wir haben schon mal eine Zeichnung gekriegt, aber nur von unserer Keule. Ich will meine Zeichnung von mir selber haben. Oder von uns drei. Bitte. Also echt cool. Ja, die fand ich, okay, die sind auch nochmal richtig, richtig cool. Ja. Also die Elisabeth Blank, ohne Witz,
richtig krank gut. Das ist eins der coolsten, die ich gesehen habe, weil die haben sich sogar extra noch die Hände angemalt. Mega cool. Mega Mühe gegeben dafür. Danke. Danke. Ja. Dafür bist du auch im Video drin. Und darauf ist man gegangen. Ja. Mega cool. Daumen nach oben dafür. Und wir haben uns noch was Krankes jetzt so überlegt, weil das ja mit diesem Grafen, der echt gut bei euch ankam. Ja. Und da haben wir uns überlegt, dass wir so ein Video natürlich öfters machen wollen, euch eure Bilder in unseren Videos zeigen. Und jetzt kommt eure Aufgabe für das nächste Video. Und zwar müsst ihr oder sollt ihr, wenn ihr zeichnen könnt. Ihr müsst, ist scheißegal, zeichnet auf jeden Fall uns. Das wäre so cool. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Ja. Oh, ich freue mich da echt mega drüber. Und dann markiert uns drauf und schreibt. Hashtag CMC Art. Oder? CMC Art, ja. Ja, voll gut, ne? Ja. Hashtag CMC Art und markiert uns auf den Bildern und dann seid ihr vielleicht in diesem Video drin. Das wäre so cool, ich will uns endlich mal gezeichnet. Ja. Aber ihr müsst nicht nur zeichnen, ihr könnt mit Wasserfarben oder mit Buntstiften Computer machen oder wie auch immer. Sonst irgendwas. Ja, aber lasst eure Kreativität freien Lauf. Ja. Das wäre cool. Ja, und ich würde mich freuen. Seid ihr vielleicht im nächsten Video dabei? Voll geil. Und ihr seht eure Instagram-Bilder. Ja. Auf jeden Fall, checkt das Video dann auf jeden Fall ab. Danke, dass ihr es eingeschaltet habt. Dann auf jeden Fall noch darauf ein Giraffen. Und auf jeden Fall einen Daumen nach oben nicht vergessen, Freunde. Ja. Checkt auf jeden Fall auch ihre letzten Videos aus. Die waren ganz cool. Vor allem das, was ich sagen musste, fand ich süß. Da war ich in Brasilien. Ja, süß. War süß. Das war schon süß. Verlinke ich euch nochmal in der Infobox, ne? Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Denkt immer dran, jeder von euch draußen ist so seine eigene Art und Weise einfach wunderschön. Ja. Und hier geht es zu den beiden letzten Videos von den beiden und von mir. Und da geht es zu unserem letzten Vlog. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Leute. Tschüss. Oh, fuck, ja, voll das falsch gelernt. Tschüss.